will mich gerne hier noch weiter umschauen. Ah, was haben wir denn hier? Hier kannst du maximale KP erhöhen. Okay. Gibt es auch einen für TP? Ja. Einmal Training, aber wir sehen KP. Wer hat denn den niedrigsten? Showy, ne? Da können wir ein bisschen Geld reinpumpen, oder? Okay. Komm, ich mach noch die 90 voll bei ihm. Kann man das überspringen? Nee, ne? So. Einmal gesehen, reicht ja. Ja. Mark hat aber auch nur so wenig, ne? Aber im Tor ist es nicht so schlimm wie auf dem Feld. Komm, da machen wir jetzt auch nochmal die 90. So. Komm, jetzt ein Zweier. Das wäre jetzt echt super. Natürlich nicht. Natürlich will mir das Spiel jetzt kein Zweier geben. Okay. So, letzte. Dann hat es auch. Hat er jetzt auch 90. 100 wäre mir zwar lieber, aber gut. Ah, jetzt habe ich kein Geld mehr. Okay, ich habe es gerade wieder bekommen. Hab's gerade wieder bekommen. Eine gelbe Münze. Was schnüffelt ihr rum? Macht die Fliege. Okay. Von hier aus gelangt ihr zur Hauptstraße. Unser Bereich ist hier ein wahres Dammer, nicht wahr? Ja. In einigen Teilen dieses Bereichs ist das so verboten. Wie bitte, ihr wollt mehr darüber wissen? Tut mir leid. Bin dort nie gewesen. Habt ihr die roten Tanks auf dem roten und rosa Bereich? Dort lag hier unser Erdöl. Ah ja. Herzlich willkommen im Rasenlicht und fühlt euch wie zu Hause. Okay. Liebespaar. Kraftamulett. Ballkontrolle. Ausdauer. Was? Du hast gar nichts? Das geht hier mal gar nicht. Okay. Haben wir das. Ich bin Fernand vor dir und ich möchte höchstens prüfen, was die übersehen. Ah ja. Ja. Schön. Schön, schön. Muss ich jetzt im Leeren rumschnüffeln? Wo geht's denn jetzt weiter? Ich hab so einen Hunger. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Oh, Perfect Snacks!
Ja, Perfect Snacks ist das Beste. Okay. Kommt man hier irgendwo noch weiter? Ja, zur Karte hin. Ich habe den hier angesprochen. Ich habe mich jetzt umgehört. Hallo, Spiel. Lass mich doch in Ruhe. Ich muss hier weiter. Muss hier weiter mich umhören. So, Kambischoss. Let's go. No problemo. Wie gefällt euch das? Oh, Erdbeben bekommen. Nice. Ja, dann bleibt nur noch der Laden hier übrig. Ja, das war's jetzt. Hallo? Wie geht's jetzt weiter? Habt ihr die großen Teilen zu hören? Dort lagert unser Herz. Dann kurzem strengen die Ultras immer mehr an, um zu kämpfen. In einer Basis ist es verboten. Wie bitte? Ihr wollt mehr darüber wissen? Tut mir leid, ich bin dort nie gewesen. Von hier aus gelangt ihr zur Hauptstraße, unser Labyrinth, nicht wahr? Ja. Hallo? Hallo, wie geht's jetzt weiter? Hab schon vergessen. Hab vom Vergessen. Wie gefällt euch das? Gewonnen! Nee, nicht. Du bist ein Verteidiger. Ja, ich bin mir sicher. Ich frage mich, wer in diesem Anwesen dort wohnt. Unser Kapitän Rabino ist wirklich ein großartiger Spieler. Seine physische. Er ist ein wahrer Held. Mit der habe ich noch nicht gesprochen. Ich liebe dich auch. Hallo, ich bin Ferdinand Fudi. Hallo, Ferdinand. Warte mal, komme ich hier noch woanders hin, wenn ich jetzt hier rausgehe? Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Anscheinend steckt der arme Junge dort drüben in Schwierigkeiten. Ja, wir gehen gleich gucken. Ja, sein. Ey, Perfect Snack. Nice. So, was gibt's hier im Sportladen zu holen? Die ist immer noch am schlechtesten, ne? Glück. Naja, gut, Ausrüstung, ne? Ist verdammt teuer. Aber du steckst in Klemme. Wir helfen dir. Hör auf, ich habe euch nichts getan. Du nicht, aber dein Bruder, der einfach nur erbärmlich Fußball spielt. Los, Junge, fass! Nö, Hilfe! Hey, nicht mich. Du sollst ihn angreifen. Ihn sollst du angreifen. Ah! Ich muss etwas unternehmen.
Okay. Mac. Wow, es ist Mac Rubingo. Jetzt werdet ihr alle schon sehen. Er wird es euch zeigen. Niemand legt sich mit Mac Rubingo an. Bitte entschuldigt sein Verhalten. Er wollte nicht unfreundlich sein. Ich sorge dafür, dass er es nie, dass es nicht wieder vorkommt. Okay, was soll das? Wieso entschuldigst du dich? Die anderen sind doch im Unrecht. Nun gut, wir belassen das euch. Ich hätte nie gedacht, dass den großen Mac-Rubin einmal so klein laut zu sehen. Und du warst mal mein Held. Moment, ich muss mal was trinken. Ihr seid also hier, Jungs. Anscheinend habt ihr eine Seite von mir gesehen, für die ich mich sehr schäme. Was ist los, Mac? Wer waren diese Kerle? Diese Schurken arbeiten für Soul and Rice. Er bezahlt sie dafür, ihre Drecksarbeit für ihn zu übernehmen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ein kleiner Junge angreifen würden. Es reicht. So kann es nicht weitergehen. Ich muss Soul and Rice entgegentreten. Ich muss es tun. Ich muss mich in dein Haus schleißen und belastendes Beweismaterial für seine bösartigen Pläne finden. Warte, Mac. Weihe uns auch ein. Wir wollen dir helfen. Obrigado. Vielen Dank, Jungs. Aber ich muss das allein schaffen. Diese Sache betrifft nur uns. Hört mal alle her. Ihr solltet euch von Soul and Rice fernhalten. Als ob. Mac, warte! Anscheinend hat Mac Rubingo so einiges auf den Herzen. Ich frage mich, was für belastende Materialien er im Anwesen von Soul and Rice zu finden hofft. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Lass uns zu Rule. Ja, okay. Ja, ja, alles klar. Ich habe gehört, dass Soul and Rice Anwesen am Rande. Ja, das weiß ich auch. Danke, vielen Dank. Das. Du kannst jetzt zur Anwesenheit. Zur Rulens. Rulens. Ein Heißblutarmband. War das Heißblutarmband jetzt besser? Ja. Definitiv. Definitiv. Okay. Können wir jetzt einfach von der Karte aus dorthin gehen? Nein. Ich muss zur Hauptstraße und oben lang gehen, ne? Wo die zwei Männer stehen. Hey, da ist meine Truhe. Ah, Powerregel hätte ich fast vergessen. Fast vergessen. Ich fliehe diesmal. Keine Lust zu kämpfen. Das ist also Zulens Rise Anwesen. In Ordnung. Dann lass uns diesen Ort mal durchsuchen. Ich finde die Musik so geil hier. Oh, bin wieder raus. Ich meine, hier gibt es sogar gleich noch ein Fußballspiel. Gegen eine andere Mannschaft. Von Zulen Rise. Gelbe Münze. Wenn ich mich nicht irre, müsste die doch kommen.
Da ist die Tür, wo wir reingehen. Aber ich guck mich... Ja, genau. Ich guck mich nämlich um, ob hier noch eine Truhe gibt. Ah, Teamgeistpunkte. Okay, jetzt bin ich wieder draußen. Okay. Dann betreten wir es. Geht das auch hier? Okay. Hier oben brauchen wir es gar nicht versuchen. Denn hier ist die Tür offen. Hey, noch eine Truhe. Schuss. Z-Dreieck. Oh, Leute, Z-Dreieck will ich irgendwie haben. Wem geben wir ein Z-Dreieck? Spezialtechnik. Wem könnten wir ein Z-Dreieck geben? Ein Feuerschuss. Wisst ihr was? Jetzt merke ich gerade. Excel nicht dabei. Interessant. Eigentlich hätte ich es jetzt Excel gerne beigebracht. Ah, okay. Excel hat so viele Feuerschüsse schon. Ja, mal gucken. Ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare anschreiben, wem ich Z3 beibringen soll. Könnt ihr auch mal entscheiden. Oh, hier geht's nicht weiter. Aber gibt es hier noch eine Truhe in der Ecke irgendwo? Nö. Schade. Und hier gibt es eine Tür. Okay. Eine Unmenge komplett aussehender Informationen huschen über die Bildschirme. Ich wette, in diesem Computer sind alle Informationen, die wir suchen. Ja, enthält bestimmt zahlreiche Beweise für Human Rights Verbrechen. Trete beiseite. Wenn es um technische Kompetenz geht, ist William Glass euer Mann. Ich lade diese Datei nur runter. Ich hatte gedacht, dass Mac hier wäre. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Vielleicht ist er schon gegangen. Fertig. Ich habe die Daten zur besseren Ansicht ausgedrückt. Meine technische Raffinesse kennt keine Grenzen. Beweisstück erhalten. Yay. Das sind also die belastenden Beweise, nach denen wir gesucht haben. Dann lasst uns mal einen Blick drauf werfen. Nein, Mark. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Hier geblieben? Wir sind erledigt. Das sind dieselben Schurken, die uns daran gehindert haben, gegen Anglizien zu spielen. Also steckte von Anfang an Rice dahinter. Ihr denkt doch nicht ernsthaft, dass wir euch einfach gehen lassen. Oder nehme ich... Ich nehme ernst... Erstmal dieses Dokument an mich. Unsere Situation verschlechtert sich zu sehen. Sie haben das belastende Beweismaterial beschlagnahmt. Wir müssen es zurückholen. Mac und sein Team zählen auf uns. Hol die Beweise wieder zurück. Hehehe, ihr wollt uns zurückhaben? Nun, dazu müsst ihr uns besiegen. Nun gut, das werdet ihr noch bereuen. Das ist ein 4 gegen 4, oder? Ja, das ist noch ein 4 gegen 4.
So, wir hauen auf die Kacke und den holen uns den Kaiserpinguin X raus. Zack. Spinnenzange V2 kommt, aber nicht. Kommt aber nicht damit durch. Beweisstück und Schnitter. Eine Vierer.